Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr Lieben, ihr seht, Pinboxen, Weg des Champs liegen hier vor uns von jeder eine. Die sind ja leider sehr, sehr rar, deswegen wird es wohl bei diesen dreien bleiben. Also von jedem machen wir eine auf und dann schauen wir mal, was wir da so drin haben. Richtig coole Produkte. Diesmal ist es so mit den Pins, das sind Arena-Ohren. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, ich bin ein bisschen spät dran, weil ich im Urlaub war. Und deswegen kann ich erst jetzt die Produkte aufmachen. Und im Gegensatz zu den anderen Pins kann man da sagen, kann man die gegebenenfalls sogar auch gebrauchen, wer auch sowas steht. Dann hat man nachher alle Trainerorden zusammen. Es kommen ja noch, glaube ich, welche im November draus, drei Stück. So sieht das Ganze aus. Ich glaube, du meine es wieder, ich bin da so ein bisschen Wasser-Pokémon-lastig, ist hier diese Kelten Arena Pin Collection. Richtig cool. Ja, sieht auch von hinten richtig gut aus. Ja. Schöne Produkte. Gefallen mir wirklich gut. Echt schade, dass die so rar sind. Und wenn ich sehe, dass da ja eine Woche danach schon die Dinger 30 für 30, 40 Euro angeboten werden, da fällt es ja vom Glauben ab. Das ist es definitiv nicht wert. So, wir fangen einfach hier mal mit der, was ist das? Tourfield Arena. Ich muss sagen, ich habe das Spiel nie gespielt. Deswegen kann ich jetzt mit den Trainern und so wenig anfangen. Mache ich den am besten auf. Ich glaube hier oben. Deswegen seht es mir nach, wenn ich die Trainer nicht kenne und auch das ein oder andere neue Pokémon kenne ich natürlich jetzt auch nicht. Vielleicht fange ich mal an zu spielen. Könnt ihr mir empfehlen, hier das Spiel zu spielen? Ich weiß es nicht. Deswegen haut mal rein, vielleicht spiele ich es dann ja nochmal. Und da das ganze Zeug so rar ist und nicht jeder natürlich eine bekommen konnte, hat vielleicht einer jetzt von euch das Glück und kann sich diese Pin Collection wenigstens digital bzw. virtuell gönnen. Viel Spaß damit, macht was raus. So, was haben wir hier drin? In jeder Pinbox sind drei Booster drin. So sehen die aus von den Artworks, ganz schön. Die Boosterfolie fühlt sich relativ billig an. Das habe ich auch schon festgestellt, als ich beim guten Battlebear im Shop war. Und da haben wir auch ein paar Produkte dazu geöffnet, also kurz nach Release schon. Und dazu wird es auch noch ein Video hier natürlich auf dem Kanal geben. Das solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Und das ist der Orden. Ja, sieht ganz schmuck aus. Jo, schönes Teil. So, und das ist die Promo Kotomi. Vom Holo-Effekt gefällt mir das sehr, sehr gut. Das ist sie. Eine schöne Karte. Gesleeved wird nach dem Video. Dann kann ich mich nur noch ein paar Fotos für Insta machen. Da bin ich nämlich auch. Die meisten von euch werden das wissen. Die es nicht wissen, checkt auf jeden Fall auch mal Insta aus. So. Schön. Ich lasse mir jetzt richtig schön Zeit dabei, weil wie gesagt, das werden wohl die einzigen Pins sein, die wir hier öffnen. Ich hoffe, ich kriege noch welche von der November-Ausgabe. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Und das ist das gute Kamalm. Finde ich, sieht von den drei Promos auch am coolsten aus. Hier im Meer mit dem Holo-Effekt. Kommt das richtig gut, richtig, richtig zornig. Ja, eine wirklich schöne Karte. Auch wenn ich jetzt mit diesem Pokémon selbst nicht wirklich was anfangen kann, weil das sind so neue, muss ich sagen, gefallen mir die Artworks wirklich sehr gut. So. Schwuppsdiwupp. Leute, ich bin so gespannt. Wenn wir ehrlich sind, geht es in diesem Set eigentlich nur um zwei Karten. Das Rainbow Glurak und das Shiny Glurak. Wobei ich finde, es gibt noch ein paar schöne andere Karten hier in diesem Set. Aber irgendwie gehen die so unter. Und wenn man sich so die Unboxing-Videos anschaut, wo andere mal was aufgemacht haben, habe ich auch zum Beispiel mal im Urlaub das ein oder andere gesehen. Schaue ich mir jetzt noch das ein oder andere an. War ein tolles Artwork, oder? Da muss man sagen, kam es einem so vor, als ob man sich nur irgendwie ja, auf die beiden Gluraks richtig gefreut hat. Schönes Artwork, Holo-Effekt. Sehr, sehr schön. Gefällt mir echt gut. Und die Booster, die fühlen sich, wie gesagt, so ein bisschen billig an. Sind auch jetzt nicht so ganz fest. Ne? Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, jetzt durch Corona vielleicht hatten die da, die Dinger werden ja in China produziert, ein bisschen Zeitdruck und haben deswegen irgendwie billiger produziert. Ich hab keine Ahnung, vielleicht weiß da einer von euch mehr. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare. Über Kommentare freue ich mich sowieso immer. Da sieht man dann, dass das Video auch ankam. So, ihr Lieben. Und jetzt geht's los.
Ich bin echt gehypt. Oh, und mega, mega gespannt. Das ist aber leicht. Sind die alle so leicht? Nee, das ist schwerer. Ah, aber das ist richtig leicht. Als hätte es Flügel, Freunde. Als hätte es Flügel. Vielleicht haben wir Glück. Dann raste ich aus. Ich glaube, der gute Kimperator hat in einer Pin zweimal Glurak Rainbow gehabt. Wahrscheinlich habe ich jetzt nicht eins drin. Das Schöne an dem Set ist, viel Spaß mit dem Code, macht was raus, dass natürlich wie bei jedem anderen Zwischenset auch immer eine Holo drin ist. Ist eine ganz feine Sache. Und ja, jetzt drückt mir die Daumen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Smart Rotom. Die Dinger finde ich so doof. Ja, stabil. Rattan. Auch ein schönes Artwork. Gefällt mir gut. Ron Leona, das Artwork gefällt mir weniger, wobei das sieht schon irgendwie lustig aus, so zornig. Wir lassen uns richtig Zeit. Genießen müssen wir das Ganze, Freunde. Genießen müssen wir das Ganze. Bibor Reverse. Ein tolles Artwork. Und dahinter, der Jute Mary. Na, 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 na. Wäre auch zu schön. Wahrscheinlich gehe ich wieder leer aus. Ein Klassiker. Aber egal, ich habe die Dinger, glaube ich, für 18 Euro vorbestellt gehabt. Von daher, gut. Ich weiß sowieso nicht, wie viel ich von den Produkten noch bekomme und was ich davon aufmache. Weil, wenn man, sage ich jetzt mal, Rainbow Glurak und Shiny Glurak nicht hat, ja gut, dann braucht man das Set eigentlich auch gar nicht sammeln. Das sind so Karten, die schon über 500 Euro gehen. Ja gut, und ich bezahle ja nicht 500 Euro für eine Karte, ich bin ja nicht dämlich. Also am Ende, bei aller Liebe und Leidenschaft, die man hier für dieses tolle Sammelvergnügen und Spiel hat, das ist es dann doch nicht wert. Am Ende ist es ja nur Pappe, das bedruckt ist. Und ja, an sich ist das Set jetzt eh nicht so mega. Ne? 73 Karten plus, also man kommt auf etwas über 80. Und hier haben wir noch ein schönes Arbok, richtig zornig. Und dahinter ein Irokex. So. Schwupps, wechseln wir mal rüber. Mal gucken, vielleicht haben wir hier noch Glück. Drückt mir die Daumen. Und ja, ich muss echt sagen, dieses Set an sich ist ja, also da gibt es zum Beispiel einen Vulpix und dann keinen Volona, wo man dann sagt so, ja, irgendwie macht das wenig Sinn. Macht das echt wenig Sinn. In dem Sinne macht dieses Set auch nur als Ergänzung zu Flammende Finsternis Sinn. Ne? So werde ich das auch im Album packen, falls ich dieses Set sammeln sollte. Ja, das kommt dann hinten dran. Wirklich 3.1 sozusagen wäre das dann ja. Nur so ein Ergänzungsset. Alleine wäre das dann doch ein bisschen mau. Also Verborgenes Schicksal fand ich schon etwas stabiler. Auch wenn ich mir so die ganzen Shinies und so anschaue. Also ich hatte große Hoffnung, dass hier auch so was Ähnliches kommt, aber naja. Und dahinter, ui, die gönnt, Freunde, die gönnt. Und ich habe schon gehört, die Blauen, die sollen deutlich besser sein. Und es fühlt sich gut an. Gardevoir V-Max. Sieht auch von hinten gut aus. Also, wenn man die vier Gardevoirs, ich glaube, es sind vier Stück, ne? Das sind so die schönsten Karten mit in diesem Set. Muss man einfach sagen. Jetzt muss ich aufpassen, wie gesagt, gesleeved wird nach dem Video. Weil so in den Sleeves dann Fotos machen, ja, da kommt das nicht so gut rüber. Schon mal eine schöne Karte drin. Die sieht richtig, richtig gut aus. Mir gefällt auch der Rainbow-Effekt. Ja, ganz, ganz komisch, diese Booster. Schaut es euch an. Weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht eine neue Fabrik. So, Freunde, das sieht doch schon mal richtig gut aus. Das ist doch schon mal. Haben wir doch schon mal eine schöne Karte gezogen. Ich hoffe, es geht weiter. Das wäre natürlich geil, wenn wir jetzt auch so ein Glurak ziehen würden. Das wäre natürlich ganz großes Kino. Wobei ich sagen muss, dass das Rainbow mir besser gefällt, also das Glurak V-Max, als jetzt so, sag ich mal, die Skinny-Form davon. Und dahinter.
Ui, Kotomi, wie? Ja, immerhin, Freunde, immerhin. Sieht doch ganz drollig aus, oder? In allen Boostern davon jetzt schon mal ein Hit. Das ist doch schon mal schön. Also, ne, die blauen, die sind, das sind die guten Freunde. So. Ich bin richtig gespannt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die dann so öffnet. Mega, 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 mega. Und nochmal ein Code für euch. Hier hauen wir richtig raus. Ich hoffe wirklich, dass der eine oder andere von euch da auch was Schönes dann online zieht. Dass man da wenigstens was von dem Set bekommt, ne? Maschok. Gibt es ja auch als Promo. Die sind auch. Ne, Machomai. Das ist ja nur ein Maschok. Aber Machomai gibt es da als Promo. Und die sieht auch recht zornig aus. Und natürlich hier auch als Holo drin. Gibt ja auch ein Gengar als Promo in den neuen Pin Special Collection oder so, wie die heißen. Richtig cool, davon habe ich auch welche. Und haben wir dahinter? Ich glaube, wir haben da wieder was hinter, Freunde. Und wir haben einen Kamal. Ja, das passt doch, aber in der falschen Pin, ne? Schön, schön. Das freut mich. Und ich finde, man kann sich auch sehr gut über die anderen Karten freuen. Die Buddies hatten ja, glaube ich, in ihrem 100er Special jeweils ein Glurak oder so. Mal gucken, ob wir hier so viele Booster überhaupt aufmachen können. Ich bezweifle es, dass man überhaupt so viel bekommt. Ich habe auch Top-Trainer-Boxen, so ist das nicht. Pin-Collection, die verschiedenen, ja, habe ich auch. Mal schauen, was da noch so alles kommt. Ah, Trank. Trank, so wie er früher war, ne? Im Base-Set. Vulpix auch ein sehr, sehr schönes Artwork. Das Macholo, das gefällt mir jetzt nicht so gut vom Artwork, muss ich sagen. Carnivana, ja, warum man das da reingepackt hat, ich weiß es nicht. Altaria Reverse Rare, ich glaube, das ist unser erster Reverse Rare. Hier liegt nämlich noch keine. Sieht richtig gut aus. Und dahinter, Forschung des Professors. Ja, es scheint echt so zu sein, dass die blauen deutlich besser sind. Wir schauen weiter. Last Pack Magic für diese Pin. Wäre natürlich schade, wenn das so eine Nullnummer wäre. Aber gut, so ist das manchmal im Leben. Man kann nicht immer Glück haben. Und dafür ist ja diese Collection schon ganz stabil, muss ich sagen. Nochmal durchatmen, Freunde. Nochmal durchatmen. So, es wird spannend. Guck mal hier vor so einem Aquädukt. Das ist ein Viadukt, ich weiß es gar nicht. Fährt da was drüber oder fließt da Wasser? Man weiß es nicht. So. Waffles, nochmal ein schöner Trank. Carnivana. Ja, und bringst du uns Glück? Ein Altaria Holo. Ja, immerhin. Eine wirklich sehr, sehr schöne Karte, wie ich finde. Hier nochmal der Vergleich zu Reverse Rare. Und leider war es eine Nullnummer. Naja, man kann nicht immer Glück haben, Freunde. Kennt ihr selbst, ne? Vielleicht haben wir Glück. Und in diesem Last Pack Magic ist hier noch was Stabiles drin. Wenn ja, dann öffnet nur die blauen, lasst die anderen zu. So. Ich bin gehypt. Vier von hinten nach vorne, Freunde. Vier von hinten nach vorne. Das wäre schon schön, so ein Glurak zu sehen. Ich meine, ich habe ja extra hier noch ein paar verschlossene Glurak-Tins von Verborgenes Schicksal. Die sollen den Glurak locken, ne? Die sollen den Glurak locken. Es wird spannend. Es wird spannend, Freunde. Machomai. Übrigens, als Holo kommt die richtig, richtig gut. Und dahinter. Double Trouble, Freunde. Double Trouble. Gerade noch gesagt, sieht gut aus. Ja, guckt euch das an. Eine schöne Karte. Muss man einfach sagen, die Pin Collection hat sich gelohnt. Ja, ganz klar. Die jetzt nicht so, aber gut. Das Gute ist ja, es sind ja meine ersten eigenen Produkte, die ich aufmache. Das ist aber leicht. Hört ihr? Die Karten da drin. Da ist ordentlich Platz drin. Last Pack Magic für das gesamte Video, Freunde. Also, von daher kann ich jetzt erstmal alle Karten gut gebrauchen.
Über so einem kleinen Set hat man natürlich ganz, ganz schnell ganz, ganz viele doppelt. Zum Abschluss gibt es nochmal einen Code für alle, die dran geblieben sind. Herzlichen Dank für den ganzen Support, nicht nur hier, auch auf Insta. Das macht so echt Spaß. Versuche ja immer, Content regelmäßig zu bringen. Selbst jetzt im Urlaub hatte ich da ein bisschen was vorproduziert gehabt. Und ja, vielen Dank an alle, die immer so fleißig einschalten, ein Like da lassen und natürlich auch immer kommentieren. Super Sache, freut mich immer mega. Hyperheiler, Freunde. Und die letzte Karte. Dahinter ist Alkotomi V. Nein, nein, nein. Meine erste doppelte V, ist das geil. Ja. Was kann man sagen? Wir hatten 9 Booster und haben 4 Puls. 3 Standard und einen richtig guten Pull. Von daher finde ich, kann man da nicht meckern. Man muss das ja auch einfach mal, auch wenn es ein Zwischenset ist, mal mit den normalen Sets vergleichen, was man da sonst so aus den Pins rausholt. Ist ja meist nicht so der Bringer. Von daher bin ich mit der Ausbeute jetzt wirklich zufrieden. Glurak war jetzt nicht dabei. Gut, ja. Habe ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so mitgerechnet. Und vielleicht haben wir ja beim nächsten Mal Glück. Also schaltet auf jeden Fall wieder ein. Ich drücke euch ganz fest beide Daumen, dass ihr hier wenigstens den einen oder anderen Glurak zieht. Oder vielleicht auch, ne? Es gibt ja noch ein paar andere wirklich schöne Karten. Und dann sehen wir uns hier zum weiteren Video auf meinem Kanal. Also ihr Lieben, macht's gut, euer Pokeknecht90. Ciao.